Für die CDU-Fraktion bitte ich nun die Fraktionsvorsitzende Frau Klaus ans Rednerpult. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Vor ziemlich genau einem Jahr haben wir an dieser Stelle die Generaldebatte des Haushalts geführt. Der Ministerpräsident hat damals seine Rede begonnen mit den Worten, ich zitiere, mit dem Jahreswechsel sind wir in ein neues Jahrzehnt eingetreten, in die 20er Jahre des 21. Jahrhunderts. Nicht nur ein Blick in den Kalender belegt es, sondern auch das allgemeine Gefühl, das wir alle haben. Wir leben in einer Zeit, in der wir den Eindruck haben, dass in vielen Bereichen unseres Lebens ein bedeutender Umbruch stattfindet. Ich glaube, darin sind wir uns alle einig. Zitat Ende. Im Kopf hatte er damals, und das hat er dann auch so ausgeführt, die Themen Digitalisierung, Globalisierung, Klimawandel, Migration gemeint, hat er die großen Themen, die auch weiterhin bestehen und die für uns selbstverständlich waren. Aber schon wenige Tage später war alles anders und nichts war mehr selbstverständlich. Das Virus hat unser Leben ergriffen, wie wir es eigentlich nur aus düsteren Science-Fiction-Filmen kennen. Masken, geschlossene Restaurants, leere Innenstädte, Bars zu, Theater zu und das alles ein Ruhen des öffentlichen Lebens innerhalb von 10 Monaten das zweite Mal. Ein düsterer Schleier über allen Lebensbereichen. Hessenweit sinkt jetzt die Inzidenz. Und das ist gut. Aber trotzdem ist Wachsamkeit das Gebot der Stunde. Und ich danke allen. Ich danke allen, die dieses Gebot akzeptieren. Und ich danke vor allen Dingen allen, die dieses Land weiterhin unter diesen Bedingungen so am Leben lassen und leben und laufen erhalten. Vielen herzlichen Dank dafür. Doch wir dürfen die sinkenden Fallzahlen jetzt nicht leichtfertig aufs Spiel setzen. Ganz im Gegenteil, wir müssen uns vor den Mutationen schützen. Die Mutationen, die bereits in Großbritannien, die Fallzahlen haben nach oben schnellen lassen. In Spanien und Portugal sind sie schon stark auf dem Kontinent angekommen und sie wurden auch schon in Hessen nachgewiesen. Die Gesundheit der Menschen in diesem Land, die Gesundheit von Großeltern, Asthmatikern, von unseren Nachbarn, Freunden und Kollegen, die ist es, die uns verpflichtet, Maßnahmen zu ergreifen, die teils sehr hart waren und weiter sind. Die Ministerpräsidenten, die Bundesregierung und auch das Corona-Kabinett in Hessen haben eine ganze Reihe von Regelungen auf den Weg gebracht. Viele wurden von denen heute ja auch schon ausgiebig besprochen. Deswegen muss ich sie auch alle nicht noch einmal wiederholen. Aber ich will eins unterstreichen. Diese harten Schnitte, diese harten Einschränkungen, sie wurden jeweils sehr nachdenkend, sehr verhältnismäßig, sehr angemessen der Situation unternommen und eingesetzt. Und das alles, um die Gesundheit der Menschen und unser Gesundheitssystem zu unterstützen und zu schützen. Und jetzt komme ich zu den Redebeiträgen, die wir eben auch gehört haben. Herr Richter, Sie haben gesagt, wir haben noch gar nicht über das Bundesinfektionsschutzgesetz gesprochen. Wir haben noch gar nicht über den roten Faden gesprochen. Doch, das haben wir ganz, ganz sicher. Und ich erkläre Ihnen das auch. Diese Maßnahmen, die wir getroffen haben, wurden auf der Grundlage eines Gesetzes, das auf Grundlage der Verfassung eingesetzt wurde, getroffen. Und das in allen Bereichen. Und wie ich eben dargestellt habe, unter den Erfordernissen, dass sie angemessen, verhältnismäßig und erforderlich sind. Die Verhältnismäßigkeit und die Verfassungsgemäßheit, das ist der rote Faden unseres Handelns. Wenn Sie heute von Wasserstandsmeldungen bei Inzidenzen reden, wenn Sie das sehr despektierlich fassen,
Wenn Sie Wasserstandsmeldung mit Gesundheit verbinden, dann trifft auch hier wieder und auch die Wahrnehmung des Viruses doch auf Ihren roten Faden wieder zu, und der ist ausschließlich Hetze und Populismus. Wir haben es mit einem Virus zu tun, einer Naturgewalt, auf die wir keinen Einfluss nehmen können. Im Laufe der vergangenen 12 Monate haben sich über 100 Millionen Menschen weltweit mit dem Virus infiziert. Mehr als 2 Millionen Menschen hat er das Leben gekostet. Und das sind einfach nicht nur Zahlen. Das sind Menschen, die in Einsamkeit in Teilen gestorben sind. Das sind Schicksale, das sind Familien, und um diese trauern wir, auch an dieser Stelle. Und deswegen auch ein Wort dazu, was wir vorhin gehört haben, zu den Altenheimen. Und da unterstütze ich auch die Aussagen meines Kollegen Matthias Wagner. Hier wurden keine leichtfertigen Maßnahmen getroffen oder ausgelassen. Und unterstellen Sie doch bitte nicht an dieser Stelle, dass wir dieses Thema nicht im Blick haben. Das wird diesen Menschen vor Ort nicht gerecht. Und aufgrund des exponentiellen Wachstums war es nötig, im November erneut in den Lockdown zu gehen und vor Weihnachten noch einmal zu verschärfen. Ja, wir haben die Schulen in Teilen geschlossen. Ja, wir bitten die Eltern, die Kinder nicht in den Kindergärten zu bringen. Und ja, wir haben in weiten Teilen die Wirtschaft wieder lahmgelegt. Auch wenn der Großteil der Menschen in diesem Land diese Maßnahmen immer wieder unterstützt, das haben wir ja gehört, und dafür sind wir sehr, sehr dankbar, gibt es doch einige, die auch nach der Sinnhaftigkeit fragen. Und das haben wir heute leider auch hier wieder gehört. Und deswegen lassen Sie mich in aller Deutlichkeit sagen, wir wissen weiterhin nicht, wo sich dieses Virus am schnellsten ausbreitet, auch wenn wir es gerne wissen würden und wir alles daran legen, das nachzuvollziehen. Aber das gehört zur Ehrlichkeit dazu. Und auch zur Ehrlichkeit gehört dazu die Zahl 50. Das war ja fast philosophisch, wie der Kollege Rock sich der Zahl 50 genähert hat. Aber hinter der Zahl 50, das erkläre ich, warum es nur ein Fast war, aber hinter der Zahl 50 steckt nicht eine Philosophie, sondern es steckt blanke Mathematik dahinter. Blanke Mathematik, die ja eigentlich eingefordert und auch nachgefragt hat. Denn worüber reden wir eigentlich in allen Bereichen? Wir reden über exponentielles Wachstum. Und das wissen wir ja alle, die wir jemals im Mathematikunterricht gewesen sind. Das ist, wenn sich die Bestandsgröße genau in jeweils gleichen Zeitschritten immer um denselben Faktor vervielfacht. Das ist exponentielles Wachstum. Und wenn das etwas sperrig jetzt daherkommt und Sie auf der anderen Seite fordern, man müsste doch schon mal früher öffnen können, dann schauen wir uns doch mal ganz konkret an, was in Portugal passiert ist, die genau dies gemacht haben, die zu früh geöffnet haben. Die wurden von diesem exponentiellen Wachstum so böse erwischt, dass sie jetzt bei einer Inzidenz von 816 sind, der höchsten weltweit. Und das wollen wir nicht riskieren. Wir wollen bei dem Wert von 50 festhalten, weil es genau der Wert ist, und das haben Sie ja zu Recht gesagt, das ist der Wert, wo wieder Nachverfolgung stattfinden kann. Und das haben wir im letzten Jahr gesehen. Und jetzt müssen wir zu diesem Zeitpunkt mit diesen Maßnahmen die Zeit strecken, damit uns die Mutationen eben nicht erwischen. Und das kann, der Ministerpräsident hat es vorhin beschrieben, das kann dazu führen, dass die ohnehin schon lange andauernden Maßnahmen auch noch verlängert werden müssen. Ich weiß, dass dabei jetzt auch viele Menschen denken, jetzt reicht es aber auch langsam. Und ich kann sagen, ich kann das in Teilen auch verstehen. Als Mutter von 3 Kindern und auch als Tochter von alten und kranken Eltern kann ich Ihnen sagen, mir reicht es manchmal auch an allen Stellen. Und mir reicht es, genau diese Herausforderung, dieses ins Balance bringen. Das ist kein ins Balance bringen mehr, das ist eher ein zehrender Lockdown-Spagat. Jeden Tag. Und das kennen viele Familien zu Hause. Und das nehmen wir nicht leichtfertig hin. Aber wir sehen doch den Grund. Und den müssen wir weiterhin vor Augen halten. Und deswegen sage ich, als Mutter habe ich Verständnis, aber als Politikerin muss ich an der Stelle mich aufrufen, als auch alle anderen, dass wir jetzt
uns zusammenreißen, dass wir jetzt die Zähne zusammenbeißen, dass wir jetzt diese Situation gemeinschaftlich durchstehen. Weil es ist doch eine vergleichbare Situation, die wir vielleicht aus dem Sport kennen. Ich habe einmal einen Marathon als Bild bemüht. Ich bin selbst noch nie Marathon gelaufen, aber ich glaube, das betrifft auch viele andere Sportarten, wie zum Beispiel beim Tennis, wenn man im fünften Satz um den Tiebreak ringt oder beim Fußball in die Verlängerung geht und nochmal weiterspielen muss, die Knochen wehtun und man eigentlich gar nicht mehr will und man nur noch einen Wunsch hat, dass es endlich vorbei ist. Aber auch da hört man doch nicht auf, wenn man sieht, was man vorher schon erreicht hat. Und was doch im Sport gilt, das gilt doch erst recht im Leben und im Gesundheitsschutz für uns alle. Und aufgeben ist natürlich jetzt keine Option, gerade jetzt nicht. Die Pandemie oder Pandemien insgesamt gehören zur Menschheitsgeschichte leider dazu. Aber es ist die erste Pandemie, bei der wir einen Impfstoff haben. Und was mich dabei jetzt persönlich antreibt, das ist die Hoffnung und die Zuversicht, dass wir im Jahr 2021 wieder normal Weihnachten feiern können, so wie wir es gewohnt waren, dass man die Freunde wieder in den Arm nehmen kann oder einfach mit den Nachbarn auf der Terrasse einen Wein trinken kann, ohne Abstand. Und hier auch wieder bei lauten Debatten ordentlich in die Gesichter schauen kann, um zu gucken, wie sehen die Emotionen eigentlich wirklich aus. Und neben den strengen Vorgaben, den Aha-Regeln und dem Lüften, gib mir die Zulassung oder die Zulassung der Impfstoffe Hoffnung. Und an der Stelle will ich noch einmal sehr deutlich an einige Teile dieses Hauses einen Appell richten. Hören Sie bitte auf, das Impfregime dieses Landes so zu diskreditieren, wie Sie es eben in den Debatten auch getan haben. Sie haben von Staatsversagen gesprochen. Sie haben von einem vermasselten Impfstaat gesprochen. Aber wenn man sich anschaut, dass seit dem 27.12. und wir haben ja heute viele Zeiträume bemüht, seit dem 27.12. Menschen in Hessen geimpft werden, dann ist das kein Staatsversagen, sondern das ist Hoffnung, Hoffnung, die schon verimpft wurden und die im Laufe des Jahres weiter verimpft werden. ...180.000 Menschen in Hessen haben diese Impfung schon bekommen. Und das, und da bringen Sie mich auch nicht von ab, das ist ein riesiger Erfolg. Nicht nur die Entwicklung, sondern auch die Administration und die Darstellung hessenweit. Das ist das erste Mal, dass wir so etwas zu stemmen haben. Und das ist zu Beginn. Und daraus wurde auch nie ein Geheimnis gemacht, dass es zu Beginn auch ruckelt in der Beschaffung. Daraus wurde kein Geheimnis gemacht, aber wenn man sich doch den Jahresverlauf anschaut und dann sagt, dass wir innerhalb der ersten 9 Monate genügend Impfstoff bekommen, dann ist das doch ein Erfolg. Und die Zahlen belegen auch, dass wir genügend Impfstoff bestellt haben. Deswegen, dieses Thema ist zu wichtig für die Menschen, als dass wir hier Politik draus machen. Das Thema ist zu wichtig und deswegen, es ist für viele Menschen der Weg aus der Krise und insoweit bitte ich auch darauf zu achten, dass wir diesen Erfolg nicht selbst kleinreden. Und besonders erfreulich, und das sei an dieser Stelle auch noch einmal gesagt, dass weitere Produktionsstandorte, genau um diese Mengen auch weiter zu erhöhen, genau solche Standorte gibt es in Hessen. Und das ist auch ein Erfolg. Und ich erlaube mir an dieser Stelle auch noch einmal an die Organisation einen Dank zu richten, alle die, die sich angestrengt haben, frühzeitig fertig zu werden, weil eben noch nicht klar war, wann der Impfstoff kam, die bereit gestanden haben, alle ehrenamtlichen Helfer, diese Impfzentren auch aufzubauen. Das gehört auch dazu, und das muss man auch noch einmal sagen und Dank dafür aussprechen. Ja, meine Damen und Herren, die Corona-Pandemie und die Folgen
sind für die Wirtschaft, für das kulturelle Leben schwierig und sie werden uns lange begleiten. Wir versuchen an dieser Stelle auch Brücken zu bauen für all jene, die mit dem Rücken zur Wand stehen und um ihre Existenz fürchten. Und ich will an dieser Stelle und auch nach dem Verlauf der Debatte hier noch eins klar sagen. Es gibt nicht den Hauch eines Zweifels daran, dass die CDU im Bund als auch im Land alles dafür tut, jenen Unternehmen zu helfen, die Corona-bedingt in die Krise gekommen sind. Und das belegen wir auch nicht nur mit Worten, sondern mit einem Strauß von Wirtschaftshilfen, um Belastungen abzufedern, von Bund und von Land über verschiedene Bereiche hinweg. Ich will nicht alles aufzählen, aber weil wir den Verlauf der Debatte jetzt ganz gehört haben, erlaube ich es mir doch noch einmal zu sagen. Wir haben das Kurzarbeitergeld. Allein im letzten Jahr wurden über 22 Milliarden Euro ausgezahlt. Gegenüber dem Jahr zuvor waren es nur 150 Millionen. Mit dem größten Nachtragshaushalt der Landesgeschichte und dem Sondervermögen haben wir in Hessen 12 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt. Um Solo-Selbstständigen und Unternehmen möglichst schnell und unbürokratisch zu helfen, hat der Bund zahlreiche steuerliche Erleichterungen auf den Weg gebracht, wie die Stundung von Sozialversicherungsbeiträgen, die Aussetzung von Vollstreckungsmaßnahmen, die Herabsetzung von Vorauszahlungen zur Einkommens- und Körperschaftssteuer oder die Herabsetzung der Umsatzsteuer-Sondervorauszahlung. Dazu kommt auch die temporäre Senkung der Mehrwertsteuer, die Erweiterung der Verlustrückträge und, ja, es gibt bei aller Kritik, die hier auch schon heute zu Recht erhoben wurde, direkte finanzielle Mittel, die Soforthilfe, die verschiedenen Überbrückungs-, die November- sowie die Dezemberhilfe. All diese Bundeshilfen haben wir auch durch eigene Programme, auch das wurde heute in der Debatte schon bestritten. Nein, das haben wir durch eigene Programme wie die Notfallkasse Hessen oder den Hessenfilm genau angepasst. Dazu kommen noch Liquiditätshilfen wie die Mikrokredite, die KfW-Schnellkredite und die Landesbürgschaften sowie die WIBank-Bürgschaften. Durch unsere Maßnahmen greifen wir den betroffenen Unternehmen unter die Arme. Wir versuchen parallel aber auch innovative Regelungen für lokale Geschäfte so gut wie möglich zu unterstützen und die Einnahmeausfälle durch die befristeten Schließungen zu erleichtern. Aber klar ist auch, wir werden diese Hilfen nicht ewig zahlen können. Und deswegen müssen wir geordnet zurück aus dem Lockdown ins normale Leben. Auch da haben wir heute schon viel miteinander diskutiert. Und natürlich fragt da jeder Einzelne, wann ist es denn soweit? Und natürlich klingeln bei vielen dann die Alarmglocken. Ich weiß, dass wir den Familien gerade in der Pandemie viel abverlangt haben. Deshalb ist für uns klar, dass wir bei den Schulen und bei den Kitas, solange das auch möglich ist, bei den Regelungen, die in Teilen ja heute hier auch gelobt wurden, bleiben die Regeln der Eigenverantwortung, die den Eltern die Wahl lassen, sofern sie es einrichten können, das Kind alleine zu betreuen oder eben nicht. Die Erfahrung hat gezeigt, dass die Eltern damit sehr verantwortungsvoll umgegangen sind. Und insoweit sei den Eltern und den Kindern natürlich auch ein herzliches Dankeschön gesagt. Und zur Kollegin Faeser und den Forderungen im Bereich der Kontaktverbote doch Ausnahmen für Kinder zu machen. Da haben Sie einen Antrag vorliegen. Sie werfen uns ja immer vor, wir würden das nicht lesen. Doch, wir lesen das alles. Aber ich muss Ihnen an der Stelle sagen, da haben wir Ausnahmen. Wir haben diese Ausnahmen, und die haben wir auch schon seit Mai in unseren Verordnungen drin. Und zwar dann bitte ich Sie einfach in die Kontaktbeschränkungsverordnung, in die sogenannte KOKO-BEF, zu schauen. Und da steht das Verbot des, lassen Sie mich kurz zitieren, damit Sie es nachher auch wiederfinden, das Verbot des Absatz 1, Satz 1 gilt nicht für die Begleitung und Betreuung minderjähriger oder unterstützungsbedürftiger Personen. Das heißt, das ist die Möglichkeit, dass Kinder nicht mitgerechnet werden. Das trifft genau diese Fälle, die Sie eben erwähnt haben, dass man mit dem Kind, das Sechsjährige, geht natürlich nicht alleine auf den Spielplatz. Aufgrund dessen können Sie die Kontaktverbote, die da ausgenommen sind, lösen. Insoweit haben wir das in Hessen. Es steht nicht so deutlich drin wie in anderen Bundesländern, die sich aber dann nicht an den MPK-Beschluss gehalten hatten. Wir haben genau für diese Fälle eine Ausnahmeregelung geschaffen. Und ich sage es Ihnen, sie steht bei uns seit über einem Dreivierteljahr in der Verordnung.
Und das ist eine gute Nachricht. Deswegen sind wir da ja ganz beieinander. Und ja, wir schreiben das zur Sicherheit noch mal rein. Aber es ist ja so, und das muss man ja auch akzeptieren, wenn wir da beieinander sind. Das ist doch auch eine schöne Lösung. Und ich verstehe auch die Sorge. Ich verstehe die absolute Sorge auch bei den Erzieherinnen und Erziehern. Ich finde erstens, sie machen einen herausragenden Job, die ganze Krise schon über. Und deswegen haben wir da auch frühzeitig bereits im Sommer die anlasslosen Testungen zugelassen. Das ist das erste Modul gewesen. Das zweite Modul zur Sicherheit war die Safe-Kids-Studie, die jetzt noch mal neu aufgelegt wurde. Und dann, um alle Bereiche abzudecken, haben wir gesagt, zusätzlich geben wir noch mal 75 Millionen Euro für zusätzliche Schutzmaßnahmen. Das heißt, man könnte vor Ort auch weitere Schutzmaßnahmen darüber finanzieren. Und ich finde, das ist gut und richtig so, dass wir diesen Bereich so in den Blick nehmen. Und dann kommen wir noch zum Thema Schule. Auch da wurde heute viel diskutiert, warum wir jetzt erst folgen oder angeblich nicht. Also auch da bin ich schon wieder bei einer Verhältnismäßigkeitsprüfung, weil der Punkt ist doch oder der Grund ist doch, Maßnahmen auszulösen, dass der Zeitpunkt passt. Man kann ohne eine Inzidenz nicht die Maßnahme auslösen. Und wenn wir jetzt eine Maßnahme haben und wir sehen, dass die Inzidenz steigt und die Schulen in dem Fall auch nicht in der Präsenz stattfinden können, dann ist das wieder Grundlage unseres Handelns. Das hat nichts mit Ihren Vorschlägen zu tun, sondern das hat damit zu tun, dass wir unserer Linie treu bleiben und anhand der Verfassung arbeiten. Und ich kann an dieser Stelle wirklich allen noch einmal sagen, das ist, wie ich finde, heute zu kurz gekommen. Das ist auch der Bereich Schule und der Dank an die Lehrerinnen und Lehrer, die eine herausragende Arbeit leisten in völlig geänderten Formationen, an die die Lehrerinnen und Lehrer vor einem Jahr noch nicht gedacht haben und auch noch nicht denken mussten. Und denen sei mal ein herzliches Dankeschön gesagt, wie sie sich auch auf diese neue digitale Situation einlassen. Meine Damen und Herren, die Herausforderungen, die noch vor uns liegen, denen treten wir entschlossen und mit Augenmaß und Tatkraft entgegen. Wir nehmen sie sehr fest in den Blick, dass wir die Krise lösen, dass wir im Anschluss uns aber auch um die Folgen der Krise kümmern. Wir hoffen alle auf einen sehr nahen Zeitpunkt, an dem irgendjemand diesen gordischen Knoten einfach durchschlägt. Aber die Krise hat uns gelehrt, dass es nicht die Aufgabe oder die Möglichkeit des einfachen Durchschlagens gibt, sondern wir müssen uns um diesen Knoten sehr behutsam kümmern, ihn sehr vorsichtig lösen. Das erfordert Geduld und Besonnenheit, und daran arbeiten wir weiter. Die Menschen vertrauen uns auf diesem Weg und unterstützen uns bei allen Maßnahmen, und ich bedanke mich auch herzlich dafür, dass die Akzeptanz da ist. Weil Geduld aufzubringen für Maßnahmen, das ist nicht immer einfach, aber wir nehmen es wahr, dass auch gerade aus Kirchen, Verbänden und vielen anderen Institutionen die Rückmeldungen kommen, dass die Maßnahmen konstruktiv begleitet werden. Und deshalb richte ich einen hoffnungsfrohen Blick nach vorne. Ich sage es noch einmal, dass wir nur gemeinsam diese Krise überstehen und dann vielleicht noch ein bisschen enger zusammenstehen als davor. Lassen Sie mich also den Rahmen schließen, ausgegangen von der Haushaltsrede 20, über die Vision in das nächste Jahr hinaus, in das Jahr 22. Also wenn wir nächstes Jahr hier wieder zu Beginn des Jahres stehen, dann sagen wir vielleicht, Mensch, was war das für eine schwierige Zeit, in der wir uns im letzten Jahr befunden haben, die wir aber dann zusammen gemeistert haben. Danke, dass die Hessinnen und Hessen so besonnen geblieben sind. Gut, dass wir die Menschen impfen konnten. Gut, dass wir die Aufgabe gemeistert haben. Und gut, dass wir dieses Virus besiegt haben. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Klaus. Nächster Redner ist der fraktionslose Abgeordnete Rolf Kahnt. Herr Kahnt, Sie haben 4 Minuten nach unserer Vereinbarung. Sie haben das Wort.
Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, gemeinsam die Corona-Krise meistern, so appelliert der Ministerpräsident und wirbt um Verständnis für Verordnungen, die unser Leben seit Monaten verändern. Kann ein Land mit Verboten auf Dauer regiert werden, wenn eine Bevölkerungsmehrheit die Corona-Strategie nicht mehr gutheißt, dabei nicht mehr mitzieht? Darauf weist die Allensbach-Umfrage hin, sie ist ein Weckruf. Die Zustimmungsrate zu Pandemiemaßnahmen befindet sich im Sinkflug. Von ehemals 78% stürzt sie nach den Januarbeschlüssen der Bund-Länder-Konferenz auf 49% ab. Schlimmer noch, der Anteil der Kritiker schnellt von 15% auf 42% nach oben. Bedrückende Werte. Sie sind Spiegelbild, mit welch massiven Problemen gegenwärtig Alten- und Pflegeheime, Schulen, kulturelle Einrichtungen, Vereine, besonders Sportvereine, Betriebe, Unternehmen, selbstständige Künstler und nicht zuletzt Familien psychisch und finanziell zu kämpfen haben. Sie fühlen sich alleingelassen, überall Verzweiflung, unendlich viel Leid, vielerorts Unmut, Erwartungen oder Versprechen wurden nicht erfüllt. Überdies, die Beschaffung von Impfstoffen ist in der Tat ein Debakel. Das kann in Alten- und Pflegeheimen tausende Menschenleben kosten. Jedes davon, das verloren geht, ist eines zu viel. Richtig, keiner von uns konnte sich vor knapp einem Jahr Vorstellungen über Ausmaß und Wirkung der Pandemie machen. Heute verfügen wir über Kenntnisse. Einfache Lösungen gibt es aber nicht. Bei allem Verständnis müssen wir uns dennoch fragen, was könnte man anders, was könnte man besser machen? Wenn Zustimmungsraten in den Keller rauschen, dann wird deutlich, bisherige Bewältigungsstrategien zur Eindämmung des Virus sind entweder nicht angekommen oder nicht überall akzeptiert. Ursache sind wenig transparente, zudem kaum flexible Begründungen. Große Bevölkerungsteile fühlen sich bei für sie existenziell einschränkenden Maßnahmen nicht mitgenommen, zu wenig unterstützt und nicht verstanden. Damit fällt es für sie schwer, nachzuvollziehen, was epidemiologisch erforderlich und was menschlich noch verantwortbar ist. Wie sich das Virus weiterentwickelt, wissen auch wir nicht. Wir sind deshalb gut beraten, ohne verlässliche Perspektiven keine haltlosen Versprechungen abzugeben. Dennoch benötigt die Bevölkerung Transparenz und konkrete Hilfen für Existenzbedrohungen, zumal es nach der Pandemie in manchen Bereichen ohnehin einen Abschied von gestern geben wird. Inzwischen bewegt sich die hessische Regierung zwischen Skylla und Charybdis. Es ist ihr kaum möglich, ohne Schaden aus diesem Dilemma herauszukommen, auch weil der Ausweg, eine Inzidenz unter 50 in Wintermonaten, Illusion ist. Dennoch muss gehandelt werden. Dafür tragen Regierung und Opposition eine gemeinsame politische Verantwortung. Zentrale Frage muss sein, wie kann das verloren gegangene Vertrauen zurückgewonnen werden und welche Maßnahmen sind dazu notwendig? Ein gesellschaftlicher Diskurs ist hier angeraten. Weiterhin getrennte Wege einzuschlagen, stehen einer erfolgreichen Krisenbewältigung entgegen. Es gilt, Entscheidungen auf breitere Füße zu stellen. Genuine Aufgabe der Regierung ist daher, Parlament und Öffentlichkeit in Pandemieentscheidungen einzubeziehen, sollen Maßnahmen akzeptiert werden. Ja, meine Damen und Herren, vieles, das muss gesagt werden, ist der Regierung in der Corona-Krise gelungen, aber eben nicht alles. Zeigen wir daher mehr Verständnis für die Anliegen der Öffentlichkeit. Zeigen wir, dass auch wir um die besten Maßnahmen ringen. Versuchen wir vor allem auch flexiblere Lösungen durchzusetzen. Setzen wir ein Zeichen, sodass es bei Lippenbekenntnissen nicht bleibt. Gemeinsam die Corona-Krise meistern, das setzt mehr Beteiligung und mehr Öffentlichkeit voraus. Wir haben verstanden, gemeinsam sind wir stärker. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Kollege Kahn. Wir sind damit am Ende der Aussprache angelangt, haben die Regierungserklärung entgegengenommen und besprochen. Die Mitteilungen der Landesregierung, die wir hier mit aufgerufen haben,
werden zur Kenntnis genommen. Und ich frage jetzt in die Runde der Geschäftsführer mit Top 63. Das ist der Antrag der Fraktion der SPD. Der geht in den SIA. Top 91, Dringlicher Antrag SPD, geht auch in den SIA. Top 92, Dringlicher Antrag der SPD, auch in den SIA. Top 93, Antrag der Freien Demokraten, geht auch in den SIA. Jürgen Lenders, ja, ne, geht auch in den SIA. Und der Top 94, Fraktion der Freien Demokraten im Coronavirus-Impfverordnung, geht, von wem ist das? Von den Freien Demokraten, geht auch in SIA. Alles klar. Alles Weitere, was dann noch abzustimmen oder sonst zu besprechen ist, das machen wir dann später im Sammelblock.